Hallo, ich habe heute mal ein etwas anderes Video für euch und zwar eine Art Food Haul. Ich war nämlich eben gerade einkaufen und habe einiges nachgekauft und auch einiges entdeckt, was offensichtlich mit musste. Das habe ich schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht, aber ich dachte, mich interessiert das auch, vielleicht interessiert es euch ja auch. Auf jeden Fall ganz großer Disclaimer, es ist kein Clean Eating. Ich zeige euch Bananen- und Gurkenhaul, sondern eher eben speziellere Sachen, die ich jetzt in spezielleren Läden entdeckt habe. Ihr kennt das ja aus meinen What I Eat in a Days und auch von Snapchat. Ich ernähre mich grundsätzlich sehr vollwertig. Ich versuche eine gute Balance zu halten. Aber manchmal darf es eben bei mir persönlich auch mal sowas sein. So, und da das jetzt aus dem Weg ist, zeige ich euch gleich das Highlight meines Hauls. Ja. Ich habe mich ja in New York absolut verliebt in Reese's Peanut Butter Cups. Und dann war ich aber eben bei Real in der internationalen Abteilung. Und da gab es diese Miniatur-Cups und auch diese größeren, auch nochmal so Probegrößen, die ich aber natürlich nicht brauche. Und ja, da musste halt beides mit, weil mein Freund auch süchtig ist. Falls ihr die nicht kennt, die sehen so ein bisschen aus wie so Cupcakes, aber flach und sind halt aus Schokolade und innen mit Erdnussbutter und die schmecken im Prinzip wie ein Snickers in noch besser. Göttlich. Dann machen wir gleich weiter bei Real und dort habe ich in der normalen Schokoladenecke, sage ich mal, das hier gefunden und zwar hellauf begeistert, denn auch das darf seit New York irgendwie nicht mehr fehlen. Das ist angebrochen und ich weiß nicht. Das möchte ich dazu gesagt haben. Aber das sind von M&M's die Peanut Butter Variante. Das heißt, es sind M&M's gefüllt mit Erdnussbutter. Ab und zu, finde ich, ist es okay, wenn man mal eine Handvoll davon isst. Und apropos ab und zu mal eine Handvoll davon essen. Irgendwie gibt es in diesem Haul nur Anekdoten zu New York. Aber in New York habe ich Popcorn probiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, mit Cheddar und Karamell zusammen. Mir läuft das Wasser wirklich im Mund zusammen, wenn ich daran denke. Seitdem bin ich absolut der Fan von Popcorn in so spezielleren Richtungen. Und das hier gibt es jetzt in Deutschland und ich finde es richtig lecker. Ich habe aber noch nicht so viel davon ausprobiert. Das ist jetzt Sweet Coconut und Vanilla. Und ein guter Übergang ist das Thema Popcorn weiterführend. Das kaufe ich wirklich nie. Aber ich wurde quasi gezwungen und das klingt jetzt halt auch nicht ganz so eklig, sondern eher ziemlich geil. Wie gesagt, kaufe ich nie. Würde ich jetzt wahrscheinlich mixen mit irgendwie einem Basismüsli, damit es nicht ganz so süß ist. Aber es ist von Vitalis Knusper-Pop-Müsli mit eingebackenem Karamell-Popcorn. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Okay, und da wir jetzt irgendwie nur die süßen Sachen behandelt haben, mache ich jetzt einfach weiter damit. Und war mega begeistert, das bei Real zu sehen. Das habe ich nämlich schon ganz oft bei Instagram und auf Blogs und so weiter gesehen. Wollte es unbedingt mal ausprobieren. Das ist von The Coconut Collaborative. Eine Joghurt-Alternative mit Kokosnussmilch, mit Mango und Passionsfrucht. Ich vertrage ja Milch nicht so gut. Und gerade bei Joghurt ist es so, dass das mein Magen wirklich nicht so gerne mag. Deswegen versuche ich da auf Alternativen zu greifen, beziehungsweise ganz darauf zu verzichten. Und das klang so lecker und das sieht auch so süß aus. Ich muss das ausprobieren. Dann machen wir mal mit so ein paar Basics weiter. Ich finde, das hier ist ein ganz guter Tipp für diejenigen von euch, die kein Gluten zu sich nehmen wollen oder vielleicht Weizen einfach nicht so gut vertragen oder eine Alternative suchen oder einfach mal was Neues ausprobieren wollen. Und zwar gibt es bei Lidl diese braune Variante von Nudeln. Und die sind nämlich glutenfrei und bestehen aus Maismehl und Kichererbsenmehl. Mega gut. Die schmecken im Gegensatz zu Vollkorn wirklich sehr neutral. Ich finde, Vollkornpasta schmecken irgendwie mal so süß. Ich mag das nicht so gern. Die sind wirklich sehr neutral. Ich persönlich schmecke kaum einen Unterschied zu ganz normalen Weizenpasta. Aber ich habe hier nicht das Problem, dass ich nicht satt werde, sondern ich werde relativ schnell satt und ich vertrage sie eben auch besser. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber ich finde, es lohnt sich. Was ich auch gerne mit den Pasta zusammen dazugebe oder eigentlich auch zu jeglichen anderen Gerichten ist Smoked Paprika, also geräuchertes Paprikapulver. Das findet man jetzt nicht in jedem Supermarkt. Ich habe das in so einem Essig- und Ölladen gekauft von Chiquilin. Und das war jetzt auch nicht so günstig. 3,95, aber man benötigt wirklich eine Messerspitze, wenn man damit irgendwie kocht. Aber das gibt dem ganzen Gericht so ein bisschen was Fleischiges, so dieses Geräucherte, was man irgendwie von Fisch oder Fleisch kennt, ohne es eben benutzen zu müssen. Dann noch ganz kurz was reingemogelt. Das habe ich in London entdeckt und
habe damit meine Mutter, meine Schwester und meinen Freund süchtig gemacht. Und zwar sind das diese Kettle Chips. Und was jetzt wichtig ist, Sea Salt and Balsamic Vinegar. Also ich persönlich mag Chips zum Beispiel gar nicht. Deswegen war es sehr erstaunlich, dass ich die hier mag. Habe ich in Deutschland jetzt auch bei Real und im KDW entdeckt. Aber guck mal bei Real. Übrigens nicht für mich, sondern für meine Familie. Bisschen random, aber ich wollte es kurz zeigen. Auch das ist natürlich angebrochen. Kennt ihr das, wenn man was neu kauft und es sofort angebrochen wird? Und gerade, es ist ein Kaugummi. Bei Kaugummi ist es so, dass sofort jeder ein Kaugummi haben möchte. Mir geht es nicht anders. Das hatte ich auf einem Shooting kennengelernt. Da hatte das die mir das Make-up gemacht hat, die ganze Zeit im Mund. Und es hat so gut gerochen. Das ist von Wrigley's Extra. Die Geschmacksrichtung Bubble Mint. Bubble Mint heißt es, glaube ich. Ist natürlich genau der Part jetzt schon ab. Aber das schmeckt wie Hubba Bubba mit so einem normalen, minzigen Kaugummi gemischt. Also so ein bisschen Kindheit mit Erwachsensein gemischt zusammen. Irgendwie spannender als normaler Kaugummi. Wisst ihr, was ich meine? Gibt es auch in diesen Riesenpacks. Ich glaube, da muss ich nochmal nachkaufen. Den habe ich das erste Mal gesehen beim Kaisers. Gab es aber auch bei Real. Und als letztes für mich ganz spannend, Tee. Nachkaufprodukt habt ihr auch, glaube ich, schon etliche Male in Videos gesehen. Der Kusmi BB Detox Tee. Der ist mit grünem Tee, Mate, Rooibos, Guarana und Grapefruit. Und das ist für mich der optimale Sommertee. Ich liebe den, wenn ich den aufbrühe und kalt werden lasse und dann im Prinzip als Eistee trinke. Das ist für mich das allerleckerste. Den kaufe ich immer direkt im Kusmi-Shop. Und neu entdeckt habe ich diesen hier. Das ist von Lebensbaum, der grüne Tee mit Earl Grey, also mit ätherischem Öl aus Bergamotte drin. Da ist eben kein Aroma drin, was ich sehr, sehr cool finde. Und ich liebe halt Earl Grey schwarzen Tee, aber ich will halt nicht den lieben langen Tag immer nur schwarzen Tee trinken, sondern eben auch mal zu grün greifen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, das zu finden. Das war jetzt bei Bio Company. So, und das war es mit meinem völlig random durcheinander Food Haul. Ich hoffe, es hat euch vielleicht gefallen und es ist vielleicht das eine oder andere dabei, was vielleicht was für euch ist. Bitte nehmt es nicht zu ernst. Wie gesagt, es ist nicht so, dass ich mich von dem Zeug irgendwie die ganze Zeit ernähre. Es ist auch nicht nur für mich. Aber ich finde, ab und zu kann man sich so mal was gönnen. Wichtig ist natürlich, sich vollwertig und ausbalanciert zu ernähren. Gemüse und Obst esse ich auf jeden Fall auch genügend. So, und dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!